Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Wir spielen tatsächlich mal wieder die Alaska. Und irgendwie, wo sind die ganzen Schiffe hin? Ja, wieso alleine hier? Sollte ich mir jetzt trauen soll, hier bei A tatsächlich rin zu ballern, aber oh, was scheiß, was war schief hier, ne? Berühmte letzte Worte. Ach, ich fahre jetzt wirklich einfach rin. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht das Cleverste, was ich so machen kann, aber. Sehr angenehmes Matchmaking auf jeden Fall. Auch nur ein DD. Ist die Frage, ob der auch gespiegelt zur Mars spawnt? Ist das immer so? Ist das nicht? Da wird man ja sehen, wo ihr Cap wird zu Beginn. Und vielleicht deckt der jetzt die V-Sauber auf. Denn, ja, da könnte dann doch ein bisschen unangenehm werden. Ansonsten wirklich sehr angenehm. Viele Kreuzer dabei, deswegen halt auch direkt auf AP geladen. Und ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Noch ist nichts Interessantes aufgegangen. Die Parse war spottet jetzt auch erstmal fleißig. Sobald sie mich sieht, wird sie gleich wieder abhauen. Ja? Ja. Ah, ich hab den Finger schon auf T drauf gehabt, aber. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Hätte sich nun definitiv nicht gelohnt. Ah, kick mal. Belfast. Hallo, Belfast. Oh, wollen wir noch rechtzeitig rüberkommen? Oh, guck mal. Der doch. Mal wenigstens mal das machen. Oh, ganz wichtig, bei den deutschen Raketenfliegern niemals bereit zeigen. Die machen so viel Schaden. So, die Buffalo schätzt doch jetzt bestimmt nicht. Oha, oha. Oh, er ist definitiv wieder einschießen, ich sehe schon. Oh, 5-6 trotzdem. Ich wollte eigentlich den ausnutzen und sagen, dass die Buffalo bestimmt nicht mehr rechnet, dass jetzt von der Seite beschossen wird. Jetzt wird es doch rausgedreht haben, ne? Ja. Das war klar. So. Straßburg, Musashi, Amalfi kommen hier tatsächlich noch zur Unterstützung. Die Belfast hatte doch keine Torpedos, oder? Die normale? Ich glaube nicht. So, Colorado wird hier auch wahrscheinlich noch schon rüber lucken, war ne? Oh, die Belfast hat aber schon ordentlich gefressen. Leider keine Hydro bei. Ich glaube, das war ein bisschen zu tief. Ja? Aber vielleicht dreht er nach rechts. Boah. Zu tief, sagt er. Wumms, dreifach zieht er. Oh, tatsächlich schon mal den ersten hier reinjagen. So, tschüss, Algerie. Belfast ist jetzt down. Wir müssen wieder hinter die Insel. Tja, vom Tarnwert her komme ich sonst nicht weg von der Colorado. Würde aber schon ganz gern hier cappen wollen. Also rum mit dem Kahn. Ah, Parseval will wieder von mir. Jetzt machen wir mal den T-Virus an. Ah, ich werde sowieso nicht unsichtbar, kann man aber schießen. Könnte jetzt mit Sicherheit richtig wehtun, wenn ich Pech habe. Oh, Spanier. Kaliber ist definitiv groß genug bei der Colorado. Ja, schon die 406er. Natürlich nicht die 406er wie Iowa und Monty, also nicht so viel Schaden, aber immerhin schon mal 406. Und auch mit der Colorado machst du ordentlich Damage. Ich hab's tatsächlich auch schon geschafft, zieht da dahin auf eine Yamato zu ballern.
Ja, ne, Yamato. Da bin ich in der 7er-8er Division gefahren und dann war halt auch eine Yamato mit bei. Und direkt auf 2-3 Kilometer Reichweite halt auch eine Zweifach-Dreifach-Zieter irgendwie sowas gedrückt. War jetzt keine Unsummen, natürlich nicht. Aber so wie 25, 30.000 oder sowas waren das, glaube ich, auch. Aber war cool. Auf jeden Fall war das cool. So. Wenn wir irgendwie noch rechtzeitig rumkommen, dann pushen wir jetzt die Colorado raus. Hat ja aber nicht mehr viel. Machen wir wieder auf AP wechseln. Noch weil sie hier noch gesnackt bekommen. Ist down. Ums. So. Minnesota ganz weit weg. Dann mal jetzt auf HE wechseln und die von der Distanz aus mal so ein bisschen runterbrennen. Aber zielen kann ich halt echt nicht mehr, wenn man so viele verschiedene Schiffe fährt und jede einzelne Schiff hat komplett andere Mündungsgeschwindigkeit, musst du komplett anders vorhalten. Ausreden über Ausreden, ja, gewiss. Aber die Amerikaner Kreuzer sind definitiv anders. Die spielen sich irgendwie doch nochmal ganz anders, was das Vorhalten betrifft. Mit Worcester ist ja nun ganz speziell. Bei der Desmo geht es eigentlich relativ gut. So, ich würde ganz gerne, wenn wir jetzt wenigstens immer getroffen haben. Schnell ist doch die Minnesota, Jani. Ihre 22 Knoten oder so, das kann ja nicht so schwer sein, um diese dicke Schiff zu treffen. Na, siehst du. Ja, ist tatsächlich schon kurze Runde halt, ne? Schon quasi entschieden das Ganze. Extrem ärgerlich. Extrem ärgerlich. Ich hoffe mal, dass jetzt C wenigstens noch gekappt wird von denen, dass sie irgendwie ein bisschen an Punkte kommen. Sonst ist die Runde wirklich schon bald entschieden. Man macht hier so einen langweiligen Pille-Pölle-Schaden auf eine Minnesota, die gar keine Chance hat. Ah, C wird gekappt, ist schon mal gut. Man schon hoffen, dass der Gegner ein bisschen Sachen macht, um selber noch ein bisschen Sachen machen zu können. Hier ist schon Bescheid. So, ich glaube, ich werde mich langsam mal. Na, Ines, warten wir mal noch. Und dann lege ich mich mal rechts aus. Oh, das muss ich eh schon einlenken. Aber er mag jetzt auch nicht nochmal brennen, ne? Manche haben halt so dieses Glück, instant löschen bei einem Brand und dann halt auch nicht mehr abgefackelt zu werden, ne? Komm jetzt aber. Nops. Wird die Maß geschrieben? Ne, wir hatten gerade geschrieben. Herr Knupp, was für ein Ding. Wer ist er denn überhaupt? Herr Malfi. Ach, da ist ja noch ein anderer Alaska, so wie vor, wie er meint. Naja, sowohl als auch, ich feiere der Malfi ja auch entgegen. Na, endlich brennt er mal wieder. Ich glaube, der wird langsam mal wieder löschen können, wa? Ja. Das ist lächerlich. Ach ja. Na, Schutz wird wohl noch an sein, also dieser wird es noch nicht funktionieren. Der nächsten wieder. Ja, super unspektakulär, ne? Aber das ist halt so eine Standardrunde, die es halt so standardmäßig gibt, ne? Also das nur immer die schönsten und besten Runden gibt es halt nicht. Ist halt einfach nicht realistisch. Aber ich denke, dass jetzt so von ja, den anderen größeren oder großen YouTubern ja bei vielen ja auch so zu sehen ist. Dieses nicht geschönte, so wie es ja auch sein soll. Hey, aber tatsächlich noch getroffen. Das habe ich natürlich auch viel zu spät gesehen. Das wird sich die Mars snacken. Das lassen wir hier auch mal. Dann
Kriegt die ordentlich EP? Ne, hat sie nicht gekriegt. Okay. Die hat sie ja die EP gelassen. Na gut. Nehmen wir die Credits. So, ist Frage ausgelaufen oder gelöscht? Jetzt werde ich hier aber auch hart angegriffen. Ne? Macht die Brindisi da, die fährt noch nach wie vor weg. Schon wieder hier löscht, ne? Ist aber ein Frechdachs. Minnesota Frechdachs. In Minnesota wohnen bestimmt ganz viele Frechdachse, unter anderem er. So, dann war es das jetzt wahrscheinlich schon so bald wieder mit mir. Mal schauen, dass ich ein bisschen Distanz wieder hier wieder. Und wenigstens die Minnesota nochmal auf die Fackel kriege, das wäre toll. Aber wie schnell man hier auch auf Schaden kommt, ne? So ein bisschen HE, dann die auch schön AP-Salben. Die wir ja auch hatten. Auf die Algerie auf jeden Fall. Na sag mal. Der will einfach nicht brennen, oder? Fribo tot. Der will einfach nicht brennen. Der echt Glück. Ah, ich hätte mal viel eher schon abbremsen sollen. So ab der Viererlinie wahrscheinlich. Denn, ja, doch ganz schön viel gekommen irgendwie mit dem CV noch. Zu großkotzig voll fahren wie ein Irrer. Und dafür dann auch gerechtfertigt kassiert. Oh ja, trotzdem zwei Schiffe kaputt gemacht. Die vier zieht das auf die Algerie. Boah, 124.000 Schaden. Das ist so eine Standardrunde, die man so hat mit der Alaska, ne? Geht auch schlechter auf jeden Fall. Aber so viel, extrem viel besser sind bei mir wirklich sehr selten. Also 150 waren, glaube ich, mal mein Rekord mit dem Schiff. 160? Weiter, glaube ich, noch nicht. Jo. Sehr grundsolides Schiff. Funktioniert. Hätten ruhig ein bisschen mehr Flieger runterkommen können, irgendwie, finde ich. Eigentlich ein relativ gutes Flaggschiff. Aber war wahrscheinlich gut ausgewichen, die Parseval. 23 Flieger sind sie am Ende vielleicht auch geworden, aber. Für mich ist es nach wie vor eine mittelgute Runde. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.